Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dexter, dein Mikro ist nicht richtig. Mein Mikro ist nicht übersteuert, oder? Pff, ist mir doch egal. Hast du schon die Aufnahme gestartet? Ja. Hey, was ist denn bei dir los? Mach jetzt. Ohne Vorwarnung oder was? Ja. Ich bin doch tot. Ja, bist du doch auch. Hä? No. Dexter! Dexter! Woo. Mach End. Ja. Was soll das? Du hast gedrückt. Ich hab die ganze Zeit gedrückt und jetzt plötzlich fühlst du dich irresponsible oder was? Doch nicht responsible, das verstehe ich nicht. Okay. Nee, lass mich drücken, ja? Ja, drück doch. So, weißt du, ich will auch mal drücken. Nee. Davon. Psst, nichts machen? Gut. Brav. So, wir schaffen das jetzt. Ja, gut. Ich bin unten. Nur was, damit du wieder was hochladen kannst. Also, wir machen das hier sowieso nicht mehr mit der Intention, das zu schaffen oder so. Ja. Du willst ja kein Safe State. Also ja, ich habe mich auch mit Wollo kurz geschlossen. Und ich bin da ganz seiner Meinung. Froh, dass du es überlebt hast. Verstehst du? Kurz geschlossen. Spasti. Wo setzt sich dein Item ein? Das da. Was? Boah, ja, siehst du jetzt, wo du nicht rennst, fährt man sich, kann man schon viel das besser fahren. Das fährt anders, du hast recht. Ja. Viel besser. Aber du hattest auf keinen Fall recht in dem Moment. War viel zu lustig, die Flamen zu hören. So. Ja, danke. Ja, ich habe auf jeden Fall, wir können nicht ein Safe State machen. Wie können wir nicht? Ja, das geht einfach nicht. Das würde ja auch alle Parts, die wir bis jetzt gemacht haben, in die Tonne kloppen, weil das daraus besteht ja dieses Let's Play hier. Woraus? Ja, dass wir kein Safe State machen. Safe States? Ich glaube nicht. Dass wir kein Safe State machen. Geht das nicht? Das geht bestimmt. Der hat nur keinen Bock. Ja, natürlich geht das, aber das geht rein von der moralischen Seite nicht. Ah, scheiß auf die moralische Seite. Nein, das ganze Let's Play. Das kannst doch nur leiden sehen. Es geht doch nicht darum, was er will. Das ganze Let's Play ist doch darauf ausgelegt, dass wir das ohne. Vom ersten Part, dann haben wir gesagt, wir machen das ohne Safe State. Deswegen gucken die Leute das doch. Nein, die Leute gucken das, weil sie wissen, dass wir schlecht sind. Ja. Ja, aber irgendwann hat alles mal sein Ende. Nein, außerdem bin ich gerade voll gut. Aha, ist das so? Ja, ich bin gleich Vierter. Ich bin Siebter, was irgendwie gut für meine Verhältnisse ist. Ja. Gewesen. Kurz. Was aber auch schon nicht schlecht ist. Oh, ich bin so gut. Nein! Das war jetzt gut, Cornel. Besonders in der letzten Runde ist das immer sehr förderlich, wenn man in Teiche fällt. Ich bin top in Form, hast du das gesehen? Ich war zwischenzeitlich Vierter. Schlecht. Das ist der Wahnsinn. Ich hab Hoffnung. Das lag nur daran, weil du Pisser. Ich muss rendern. Immer wenn wir aufnehmen, macht er irgendwas an seinem PC. Ich muss das Pornos. Das war das allererste ich Mal. Ne, davor hat er mir gesagt, ich muss Pornos runterladen. Dann sag ich dir, ey Dexter, ich schick dir ein Bild von mir. Ne. Richtig. Das reicht mir nicht. Ich will mal länger als 2 Minuten. Ich bin Cornel, ich bin so lustig. Drück mal an. Ich bin Cornel, das kleine Krokodil. Hab scharfe Zähne ja, und davon sind wir. Kleine Krokodil, nee. Richtig. Nee, ich bin. So groß bin ich nicht. Bist sehr handlich, stimmt. Ja. Cornel is a very handsome kind of person. Oh yeah. Das ist alles, was du zu sagen hast. Oh yeah. Gut, Englischkenntnisse abiturmäßig sind eindeutig abrufbar bei dir. Ja. Ich merke das schon. Mein Opa letztens. Ist ja auch jeden Tag. Ich, ne? war ja vor kurzem bei meinen Eltern zu Hause, ne? Und da war auch mein Opa. Und mein Opa natürlich wieder zu meiner Mama dann. Dass du den mal im Bauch hattest, ne? Da kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Danke, Opa. Verstanden. Sehr sympathisch, doch. Ja, mein Opa ist mega cool. Aber solche Sprüche sind auch typische Großelternsprüche. Ja, darf er ja auch. Ist aber ein coolerer als Mensch, ist der groß geworden. Das ist die coole, das ist die. Ja, das sagen die Frauen. Cornel-Opa-Version. Das sagen die Frauen immer kurz nach dem. Geschlechtsverkehr. Besonders nicht nach dem Geschlechtsverkehr. Also, nee. Dann sollte das anders. Also, ich weiß ja nicht. Ah, egal. Nach dem ist ja nicht mehr so groß. Richtig. Ich weiß nicht, ob. Außer du hast einen Fleischpenis. Ich weiß nicht, ob du bei 61 Minuten Sex aufgepasst hast. Ich habe einen Blutpenis. Habe ich dich gefragt, was für einen du hast?
Ja, ich habe keinen Fleischpenis. Oh. Es gibt zwei verschiedene. Das ist zu viel private Informationen hier. Ich finde, wir sollten an dieser Stelle einfach einen Cut machen. Warum? Du hast doch damit angefangen. Ich habe gesagt, du hast wohl nicht bei dem Video aufgepasst. Dann erzählst du mir, was für einen Penis du hast. Habe ich das gewollt? Nein. Du hast gesagt. Musstest du das in dem Moment? Ach, fuck! Das war wieder so knapp. Ich bin voll nah dran am vierten Platz. Ja. Mhm, bist du bestimmt. Ja, warum guck doch. Ich kotze. Wie gut ich bin, wie gut ich gerade bin. Es gibt Fleischpenisse und Blutpenisse. Der Unterschied ist nur, die Fleischpenisse sind 5 cm groß und wenn du dann Sex hast, wird der nur steif. Und ein Blutpenis ist 5 cm groß und wenn du Sex hast, ist es so wie eine Teleskopstange. Oh, ich könnte so. Ein Blutpenis ist eine Teleskopstange. Ja, drück einfach auf A und halt die Fresse. Ich will nicht über Penisse reden. Der kleine Dexter ist doch noch ein bisschen jung, ne? Ja, ey, vor sowas habe ich Angst. Da wirst du auch irgendwann mal in Berührung mitkommen. Also ja, nicht mit. Hoffentlich nicht mit Fremden, aber mit deinem eigenen vielleicht. Da sieht man wieder, der Colonel ist ein ganz Homophober. Ja, ja, klar. Ne? Hoffentlich nicht mit Fremden. Das impliziert, dass du eine solche Berührung unerwünscht findest, egal für welchen Typ von Mensch. Was ist, wenn ich jetzt schwul bin, Cornel? Dann könnte mich das echt angreifen. Ja, ich weiß, dass ich geil bin, aber dann muss ich dich enttäuschen. Wie? Wir können mal kuscheln, aber mehr ist nicht drin. Wie? Was denkst du, weshalb ich das hier gerade mit dir mache? Ja, dann müsstest du noch ein paar Thumbnails springen lassen. Können wir nochmal neu starten? Guck mal, wo ich stehe. Vorne. Guck mal, wo ich stehe. Wie war das mit den Naturalien als Bezahlung dafür, dass ich hier bin? War wohl nichts. Guck mal, wo ich stehe, siehst du? Guck mal. Ja, voll cool. Voll cool, ja. Voll cool. Guck mal, Luigi hat mich drüber gerannt. Das erste Mal, dass er was Gutes getan hat. Oh, shit. Ah, wollen wir jetzt jedes Mal neu, komplett neu starten? Lass mal retryen. Ja, wollte gerade sagen. Ich schaff das dann auch mit zwei Leben. Du schaffst das gar nicht. Das ist mehr so die Sache. Deshalb müssen wir auch nicht dauernd neu starten. Ich habe vergessen, wie der Powerstart geht. Ja, ist egal. Ja, ich weiß, aber ich wollte es nur mal anmerken. Du das brauchst ihn sowieso Trick, nicht. Weiß ich auch, weil ich an anderen Ecken. Nein! Wow! Boah, wie ich hier manchmal durch Aquaplaning rüberkomme, ist echt der Wahnsinn. Du bist so ein Dreckshurensohn, Bowser. Warum? Ach so. Ich dachte, du meinst mich. Weißt du, du trittst mit der Red Shell und er ist instant wieder neben. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Es ist einfach schlecht. Das ist nicht schlecht. Einfach asozial. Das ist also, wir wissen beide. Das ist einfach schlecht. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. So. Wir wissen beide, dass es nicht schlecht ist. Wir sind schlecht, das ist das Problem. Und ich bin für Safe States immer noch. Nein, wir machen das nicht. Also ich habe doch dieses Team Dexter und Team Edward gemacht im letzten Part. Weil ja, ich viel Team Dexter geschrieben habe. Team Edward war viel. Team Dexter hat ja wohl überwogen, ich bitte dich. Luigi ist in den Fluss gefallen. Das Publikum liebt mich. Natürlich. Team Dexter gewinnt, ey. Wenn das Twilight-Fans fragt, sagen die auch direkt Team Dexter, ohne zu wissen, wer ich bin. Ja. Sonntag bei der Bundestagswahl. Da haben sie alle geschrien. Team wir Dexter! Gewählt. CDU Team war Dexter! War derjenige, der die FDP gewählt hat? Nein, ich war Team Dexter. Boah, die FDP, war. Erst- und Zweitstimme für Team Dexter. La 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 la. Was bist du für ein Wahlkreis? Würzburg. Ich quatsch. Was? Ich meine, Bundesland. Bayern. Ja, stimmt. Ach, war noch gar nicht. Da hat die CSU so over 9000, ne? Ja, ja, ist ja normal. Ich war auch nicht wählen. Ja, hallo? Cornel. Nein! Na! Also ich kann Vierter werden. Ich kann Vierter werden. Wie kannst du denn einfach nicht hallo, wählen? Mario, kannst du mal. Was hat er denn für ein Speedhack? Damit schadest du unserer Demokratie. Ja, damit schade ich höchstens mir selber. Seien wir doch mal ehrlich, ich hätte. Also, Landtagswahl bin ich nicht wählen gegangen, weil ich keinen Bock hatte. Wie du schon richtig gesagt hast, die CSU hatte over 9000. Das ist egal, was du machst. Ja, du kannst es, wenn du nach Bayern ziehst, ne, ich bin ja hier hingezogen. Ich bin ja zugezogen. Ja, ich weiß, die CDU kriegt auch so auf Bundesebene die meisten Stimmen durch Bayern. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin ein Zugezogener und ich bin ja eigentlich ein SPD-Kind. Und also ich hätte die SPD gewählt. Auch eigene Meinung bilden, ist erlaubt, Cornel. Aber, ja, ne? Nicht das, was deine Eltern sagen, wählen. Nee, das mache ich nicht. Oh, Eltern, du wählst die SPD, ne? Sonst gibt's kein warmes Essen, wenn du meine Mama hat das gewählt, was mein kleiner Bruder wollte. Echt jetzt? Ja. Sehr gut. Weil der ja nicht wählen. Ist rot. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Wieso leckt's jetzt?
weil du dumm bist. Auf jeden Fall, Landtagswahl bin ich nicht wählen gegangen, weil, ne, CSU war 9000, da fühlt sich sowieso ein bisschen nutzlos. Ja, dann kannst du dem Seehofer mal einen Arsch treten mit deiner Stimme für die FDP. Und der Bundestagswahl noch mal zu sehen. Bundestagswahl wollte ich eigentlich ja wählen, aber ich war ja zu Hause und ja. Briefwahl. Ja, das ist lustig. Meine Schwester nämlich, ne, die aus München, die hat eine Briefwahl gemacht, weil sie wusste, beziehungsweise weil sie davon ausging, dass... Ich wusste, wann die Bundestagswahl ist und du nicht. Ich wusste das ja nie. So, Kordel, ich kann dir nächstes Jahr, sag ich dir, ein paar Tage vor der Bundestagswahl Bescheid, okay? Ist jedes Jahr Bundestagswahl. Nächstes Mal, hab ich gesagt. Nein, oder? Du hast nächstes Jahr gesagt. Ja, ist nächstes Jahr Bundestagswahl in meiner Welt. Das ist so. Also da kann man auch Team Dexter dann wählen. Richtig. Ach so. Aber nur in den ersten 3 Jahren. Und wenn du wählen willst, kannst du leider, musst du bei mir zu Hause machen. Es gibt nicht so viele Wahllokale in den Jahren, zwischen den 4. Jahren immer, weißt du? Ach so. Da kann man dann auch nur mich wählen. Ach so. So ein bisschen Erinnerung an die DDR, ein bisschen Retro-Feeling. Hast du immer eine Wahlbeteiligung von 100%, ne? Weil wählst immer nur du. Ganz genau. Die Wahlberechtigten bin ich. Und ja, 100% sind immer drin. Sehr stolz auf meine Bevölkerung, muss ich sagen. Wir machen We try. Ja. Komm. Ja, eben. Wir wissen, wir können es doch eh nicht, von daher. Ich bin doch voll gut. Ja, Gott, du bist ganz toll. Besser als sonst. Ich wäre schon zweimal fast Vierter geworden. Wenn man jetzt dieses Gespräch auf eine andere Situation überträgt, könnte das äußerst amüsant sein. Dexter, ich weiß, dass du mich geil findest, aber wir können das nicht tun. Du bist erstens zu jung, ja? Ja, ja. Hätte der schon andere haben können. Jetzt versucht er wieder irgendwie hier alles gerade zu biegen und in Wirklichkeit haben wir es doch getrieben. Gib's zu. Ja, gut, das ist... Und daher erkenne ich neben diesen Satz, eben diesen Satz, ich war doch voll gut. Ja, Kornel, warst du. Ganz sicher warst du. Nee, das war ich wirklich. Aber das muss ja keiner wissen. Das können wir alle selber. Also da weißt du, an der Stelle, wo du dann angefangen hast, ne? Da war ich ein bisschen abgeturnt. Also ich stehe da nicht so drauf persönlich. Nicht? Das wusste ich gar nicht. Ja, das hätten wir vorher bereden sollen, bevor du angefangen hast, mich damit voll zu schmieren. Okay. So ein bisschen Meerrettich. Du musst doch drin sein in so einem Liebesspielchen. Okay, das reicht. Ich würde gerne auf deinen Penis zurückkommen. Ist eine Teleskopstange. Alter, okay, wir machen jetzt qualitativ hochwertiges Kommentar. Oh, Rechtskurve! Krass, habe ich eine Münze eingesammelt. Hast du gesehen, wie über meinen Kopf aufgeploppt ist? Halt mal kurz die Fresse. Die freut sich, in mein Gesicht zu fallen. Es ist ein bisschen schade, dass wir nur noch rein, dass ich nur noch ein Leben habe. Bisschen, ne? Bist du gerade gut? Geringfügig. Ey, Luigi ist Achter. Der Echt? Ist ja voll abgeschlagen. Sogar fährst, ich hab überholt. Fährst du mit Luigi? Ha. Bisschen witzig, Korne. Ich weiß. Ey, jetzt fahre ich voll gut, so ein bisschen. Naja, aber schön übers Item gesprungen, so viel zu gut. Zack, da ist ein Dritter! Und dann macht's BOOM! Ja, okay, dann können wir zum Abschluss des Parts nochmal eine andere Strecke sehen. Und dann macht's BOOM! Ey, das wäre doch mal ein gutes Ziel. Ab jetzt jeden Part mindestens 2 Strecken müssen wir sehen. Und dann macht's BOOM! Oder eine andere, außer der könnte man auch so einfach Und sagen. Plötzlich verändert sich alles. Was ist mit dem Luigi los? Ach, ich dachte, der wäre ganz weit weg. Okay, gut, dann wird er noch Siebter! Jawohl. Plötzlich verändert sich alles. Da wird der Dritter. Da holt er 3 Punkte auf dieser Strecke. Das ist der Wahnsinn. Kommt wieder der beste Teil. Ja, das wäre so, wie wenn die FDP 5% geschafft hätte. Ja, Mann. Da wäre Polen offen gewesen. Du könntest es als Wunder bezeichnen, doch schon. Ja. Krass. Wir haben ja im Moment Projektwoche und da wir haben so Politikthemen und dann kommt, am Ende haben wir so eine Podiumsdiskussion und da kommen halt Politiker von verschiedenen Parteien. Ja. Und dann kommt halt so einer von der FDP. Und dann können wir ja die Frage stellen. Ich habe mir schon überlegt, was ich so fragen werde. Was machen Sie jetzt als Arbeitsloser? Sie sind ja jetzt nicht in den Bundestag gekommen? Wie können Sie sich das erklären? Also, waren Sie dieses Mal so viel schlechter als die letzten 4 Jahre? Also, ich weiß ja nicht. Können Sie mir das vielleicht erläutern? Sag einfach mal, wie ist das so jetzt mit Hartz IV und arbeitslos? Wie fühlt sich das an, wenn die ganze Bevölkerung einen nicht will? Fühlen Sie sich gerade schlecht hier vor den ganzen Leuten, die Sie hassen? Finden Sie 4,8% sind Zuspruch oder Abneigung?
Wie fühlen Sie sich, dass die AfD eine Partei, die zum ersten Mal angetreten hat, sie direkt überboten hat? Das haben sie, glaube ich, nicht. Doch, 4,9. Nee, ich glaube, in der Endabrechnung hatte die 4,9. AfD nur noch 4,7. Ah, okay. Aber zwischendurch. Und die sind ja, ja irgendwie auch voll rechts, oder? Kann ja, sein? Das sind kleine Nazis. Ja, kleine Nazis, genau. Ich wünschte, ich wäre unterm Nazi-Meer im Garten gut. Eines Nazis. Boah. Danke. Schön, dass du das in der letzten Runde noch so glorreich verkackst. Da freue ich mich. Bei dir sind die Gegner viel einfacher, habe ich das Gefühl. Ich fahre einfach besser. Nein. Vierter, da holt er noch einen Punkt. Da holt er noch einen Punkt. Vier Punkte, da holt er noch einen Punkt. Ich cutten, dann hätten wir schon die andere Strecke für den nächsten Part. Ja, stimmt. Hätten wir das, oder? Nein, wir haben erst 12 Minuten. Ja, wir haben ein bisschen mehr, aber egal. Ja, die Part ist kurz und knackig. Kurz und knackig, wie Dexters Penis. Knackig? Oh, gut. Die Vorstellung. Gut, dass du dich über knackig Ich nenne es dann jetzt den Part, die Bundestagswahl und Penisse. Die Parts haben keinen Titel. Oh, falscher Knopf. Haben die echt keinen? Ach, stimmt. Nee. Special CCM 37. Das ist der Titel, ich vergaß. Du weißt, dass wir nicht mehr so viele Thumbnails haben, oder? Echt? Ja. Viele habe ich die gemacht? 30. Ich habe die Datei nicht mehr. Ich weiß, du hast gesagt, da machst du so ein goldenes Extra-Ding, wenn wir... Extra für diesen Cup. Wie ein goldenes Extra-Ding. Ja, du hast gesagt, du machst einen neuen Thumbnail, so ein goldenes. Hab ich das gesagt? Ja. Na toll. Haben wir, glaube ich, auch auf Band. Was auf Band? Oh mein Gott, wie bei der Stasi hier. Wie heute, NSA. Ja! Mit Hallo! Freundlicher NSA-Mitarbeiter, wie geht's Ihnen heute? Schon gut gefrühstückt, bevor Sie ins Büro gekommen sind. Ich muss halt irgendwie da... Ich hab übrigens gehört, dass du einen Blutpenis hast. Jetzt hast du den Salat. Ja, ist mir doch egal. Toll. Wenn ich Blut spenden will, weiß er, wo er ran kann. Die Strecke ist eigentlich einfach. Ja, sagt er und viel herab. Man muss halt nur den Turbostreifen richtig erwischen. Man muss halt nur gut fahren. Ja, dann ist das alles einfach. Ja, das sowieso. Es bedarf ein wenig... Weißt du was, Cornel? Wir müssen einfach gut mit Bowser sein, so wie dieser Weltrekord, der in 30 Minuten 150 CCM komplett durchspielt. Und jede Strecke unter einer Minute. Ja, nee, sowas finde ich ja langweilig. Ne? So gut will ich gar nicht sein. Ja, das würde es auch nie schaffen, von daher besteht da keine Chance. Kennst du das, wenn die Leute in den Let's Plays sagen, ja, klar, man könnte da und da besser sein, aber so gut will ich ja gar nicht sein, es reicht mir, wenn ich das hier so... Nee, ich schaue nur coole Leute, wenn ich ehrlich bin. Ja, Entschuldigung. Ich könnte jetzt wieder Menschen angreifen, aber dann... Oh, Cornel, ey, meine Güte. Was denn? Ich wollte was gegen Obama sagen. Ja, ist auch gut so, aber der ist schwarz, alles drauf. Aber seine Frau gefällt mir. Naja. So. Oh, der Cornel, der steht auf Schwarze. Ich gehe mir jetzt meinen Blutpenis ausquetschen. Ja, jetzt will er wieder hier irgendwie vom Thema ablenken mit seinem Penis. Ich denke, das war ein reifer und guter Part. Ja, wir sind. Das war gut, ja. Doch. Das war gut. Ich bin mit der Qualität zufrieden, die wir hier geschafft haben. Ich glaube, wir können das in nächster Zeit schaffen. Ist das so? Wir waren sehr gut. Wir waren im Geisterteil, also ich war im Geisterteil. Ja, jetzt beende die Schmach schon. Bis morgen oder so. Ja, tschüss. Oder heute. Ja. Ey, ich war gestern, habe ich auch ein Video hochgeladen. Nee, vielleicht nicht. Na, jetzt habe ich was morgen gesagt. Oder heute. Tschüss. Tschüss. Willst du noch Tschüss sagen? Ich habe doch Tschüss gesagt. Ich weiß.